In Schweden vergleicht man gern die Anzahl der Sonnenstunden, die man im Sommer zählt. Karlstad im Süden von Värmland und am Nordufer des Vänern liegt in dieser Tabelle meist weit vorn. Die historische Stadt mit ihren 65.000 Einwohnern hieß zu Wikingerzeiten Thingvalla und erhielt ihren heutigen Namen unter König Karl IX., der ihr 1584 das Stadtrecht verlieh. Die Stadt hat ihm daher ein Denkmal errichtet. An der Brücke über den Klarälven steht die kleine Statue Solaíl Karlsta. Sie ist einer Wirtin aus dem 18. Jahrhundert gewidmet, die wegen ihres sonnigen Gemütes über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wurde. Heute steht sie für die Lebendigkeit und Gastfreundlichkeit Karlstads. Die Kellnerin nannte man den Sonnenschein Karlstads, Solaíl Karlstad. Der Ort hat heute als Wahrzeichen eine Sonne, die überall zu sehen ist. Einen Steinwurf entfernt, in der Musergatan, trifft man auf das altehrwürdige Elite-Staatshotel. Sie war das erste First-Class-Hotel am Platz. Dieses elegante Hotel aus dem 19. Jahrhundert genießt eine reizvolle Lage direkt am Wasser. Man wohnt hier nur 100 Meter vom Platz Stora Torget und 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof Karlstad entfernt. Der Stora Torget im Zentrum von Karlstad ist einer der größten Plätze in ganz Schweden. Geziert ist der Ort von einem Springbrunnen, einem Denkmal und dem früheren Rathaus. Rundherum sind Bäume gepflanzt worden, die Schatten spenden. Auf dem Platz steht das Freiheitsmonument des Bildhauers Ivar Jonsson. Die 1955 errichtete Statue bildet eine Frau ab, die ein zerbrochenes Schwert hochhält. Sie erinnert an die friedliche Auflösung der schwedisch-norwegischen Union 1905. Im Hintergrund ist das alte Rathaus von Karlstad, das heute als Amtsgericht dient. Es wurde 1868 eingeweiht und dominiert bis heute den großen Marktplatz. Beschützt wird das Rathaus von 2 gigantischen Adlern, die man auf dem Dach des Gebäudes entdecken kann. Karlstad ist aber auch bekannt dafür, dass die Menschen hier sonnige Laune haben. Man lässt sich gerne auf einer Terrasse nieder oder hält ein Schwätzchen mit alten Freunden. Der Stadtbrand, der am Sonntagvormittag, dem 2. Juli 1865, in einer Bäckerei ausbrach, erfasste nacheinander fast alle Viertel und zerstörte beinahe alle Gebäude der Stadt, ausgenommen die Kirche. Die Stadt wurde nach dem Brand im Jahre 1865 systematisch wieder aufgebaut. Der große Platz Stora Torget ist einer der größten Plätze und wurde nach den Bränden angelegt, um zukünftige Brände aufzuhalten. Die Kirche selbst ist der Dom zu Karlstad. Der 1730 erbaute Karlstad-Dom ist der Sitz der Diözese Karlstad, die sich über Värmland und Dalsland erstreckt. Der 65 Meter hohe, weiß getünchte Turm und der schwarze Turm sind das Wahrzeichen der Stadt. Wie die Fassade sind die Innenwände komplett weiß, da die Kirche ein Ausdruck von Vernunft, Moral und Ewigkeit sein sollte. Wegen einer Messe konnte diese nicht innen gefilmt werden. Thank you.
zurück auf den Campingplatz. Es ist noch früher Nachmittag und Windstille. Die Drohne wurde eingesetzt für eine Erkundung des Geländes. Unweit vom Camping ist der Vänern. Also Fahrrad erneut packen und los geht's über Stock und Stein. Die meisten Wege sind gut befahrbar, andere erfordern mehr Erfahrung. Über Stock und Stein macht natürlich am meisten Spaß, das ist aber auch Ansichtssache. Pascal ist ein Fan davon. Ohne Helm und in den Hausschlappen, aber was soll's, no risk, no fun. Der Vänern ist einfach atemberaubend schön. Er ist Schwedens größter See. Oft spricht man sogar von einem Binnenmeer. In der Tat ist die Fläche des Vänern dreimal so groß wie die des zweitgrößten schwedischen Sees, des Vättern. Der Vänern ist 75 Kilometer breit und 140 Kilometer lang. Der Vänern ist 14 Kommunen und 3 Provinzen rund um ein und dasselbe Süßwassermeer. Fährt man einmal um den See herum, legt man 400 bis 500 Kilometer zurück. Die genaue Streckenlage ist davon abhängig, wie nah man der Küste folgt. Die Küste des Sees ist gesäumt mit sehr hohem Nadelgehölz. Unter diesem sind dann die Pflanzen wie Erika zu finden. Aber auch andere Blumenarten findet man. Preiselbeeren wachsen wild als Bodenäcker. Sträucher von Blaubeeren sind keine Seltenheit. Wer Lust und Zeit hat, kann sich hier das Abendessen pflücken. Pfannkuchen mit Preiselbeeren oder Blaubeeren wäre mal eine tolle Abwechslung. Auf den Felsen hat sich ein Ameisenvolk niedergelassen. Waldameisen gelten als wichtiger Teil des Ökosystems im Wald. Die Waldameisen sind Allesfresser und ernähren sich überwiegend von den Ausscheidungen der Baumläuse, dem sogenannten Honigtau. Daneben jagen sie andere Insekten am Boden und auf Bäumen in der näheren Nestumgebung. Diese proteinreiche Kost dient der Aufzucht der Brut. Nach diesem Ausflug an den See geht es am anderen Tag weiter.